herzlich willkommen zum heutigen Training. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du brauchst heute eine Unterlage, eine Matte. Wir machen uns im Stand erstmal warm und gehen danach gemeinsam zum Boden. Wir marschieren erstmal an Platz. Kleine Schritte, nimm deine Arme gerne dazu. Leicht den Körper vor und zurück. Öffnen die Grätsche, marschier aus. So, Achtung, wir schließen die Füße wieder, marschier innen. Achtung, öffne, kleine Grätsche, ausmarsch. Schließ die Füße, marschier mit dich. Öffne nach außen. Schließ zur Mitte. Öffne aus. Schließe. Und öffne. Und schließe. Schließe und dann öffne wieder, marschier außen. So, sehr gut. Nimm mal die Hüfte ganz bewusst mit. Zieh Hüfte und Schulter nach außen zueinander. Versuch mal zu spüren, wie die Körpermitte sich jetzt nach rechts und links bewegt. So, werd wieder kleiner hier. Und dann bleib mit den Füßen fest am Boden stehen. Deine Fußspitzen sind nach außen gedreht und du beugst und streckst mal deine Beine. So, Achtung, hier kommen die Arme dazu, geht tief und hoch. Lang. Sehr gut. Bitte bleibe hier mit den Beinen gebeugt. Nimm die Hände in die Seite und heb deine Ferse vom Boden an. Rechte Seite, linke Seite im Wechsel. So, die letzten 4, 3, 2, 1. Achtung, wir wissen was fürs Gleichgewicht. Wir wollen beide Fersen anheben. Hoch und lösen. Okay? Mach langsam, probier es mal. Und hoch. Sehr schön, klappt es. Und festhalten. So, noch viermal. Heben, senken. 3, 2 und letzte. So, wir drehen die Knie im Wechsel nach innen. Schau es dir an. Du hebst die Ferse nach außen. Geh nicht bis zum Boden, so eine kleine nach innen Drehung reicht aus. Rechts Bein, links. Noch zweimal, einmal rechts und einmal links und löse. So, wir wollen zur Matte gehen. Geh an ein kurzes Ende, mach einen Ausfallschritt, um hier rückenfreundlich zum Boden zu kommen. Setz die Hände vor dir am Boden auf
unter deine Schultern, dass du in den Vierfüßlerstand kommst und mach den Rücken erstmal rund und löse. Viermal, drei noch, zwei und der letzte. Bleibe mit dem Rücken in einer neutralen Position. Du kannst das nochmal kurz zu den Händen, wenn es dir angenehmer ist, wenn es dir leichter fällt, auch gerne die Faust am Boden aufstellen. In dem Fall sollte hier das Handgelenk schön in Verlängerung vom Unterarm gehalten werden. Du kannst auch jederzeit in der Übung nochmal wechseln. Mach das so, wie es für dich besser ist, wie es angenehm ist. Beide Hände sollten in der gleichen Position sein. So, wir wollen die Beine strecken im Wechsel. Bauchnabel nach innen ziehen, heb mal das rechte Bein lang nach hinten an, streck die Fußspitze schön weit nach hinten, beuge und wechsel mal, probiere mit links genauso mal die Streckung. Hast du genügend Platz zu Hause? Wunderbar. Wir werden schneller. Achtung! Rechtes Bein, linkes Bein, lang und ran, lang und angewinkelt. Den Bauchnabel also ganz fest Richtung deiner Wirbelsäule ziehen und lange Schritte nach vorne ausatmen. Seite, linke Seite. So, die letzten vier, drei, zwei und einmal noch mit links sozusagen. Jetzt das rechte Bein mal in die Streckung bringen, lang nach hinten. So, die Fußspitze zeigt zum Boden. Du gehst mal mit der Fußspitze zur Matte tief und hebst das Bein an. Das ist hier der nächste Bewegungsradius. Lang gestrecktes Bein, hoch und tief. Du kannst den Boden antippen, aber nicht locker lassen, bleib in der Spannung. Gleich wieder hochheben. Zweimal und beuge das rechte Bein. Links genauso. Erstmal strecken. Die Fußspitze zeigt zum Boden. Geh mal tief und los geht's. Hoch und tief. Und eine letzte. Sehr schön. Löse, beuge das linke Bein wieder ein und dann schieb mal dein Gesäß nach rechts und links zur Seite, soweit du kommst. Ganz zur Seite schieben, nach rechts und links. So, dann mach deinen Rücken nochmal ganz rund, bevor es hier weitergeht. Zieh mal den Bauchnabel und die Nasenspitze nach vorne zueinander. Und löse wieder. So, wir machen jetzt weiter mit dem Bein seitheben. Das Ganze gleich im Wechsel. So gebeugt wie das Bein ist, hebst du es jetzt. Achtung, ich beginne mal mit rechts. Das Bein zur Seite, rechts hoch. Gleich wieder zum Boden absetzen. Links genauso. Okay? Bist du soweit? Los geht's. Rechtes Bein. Linkes Bein.
du die letzten beiden. Noch einmal die rechte Seite und einmal die linke Seite. Sehr gut. Löse, setz dich für einen kurzen Moment zurück, um den Händen mal wieder so ein bisschen ruhen zu bleiben. So, wir wollen jetzt die letzte Übung, das ist die Planke auf den Händen. Sollte dir das wirklich zu schwer werden, weil wir jetzt die ganze Zeit auf der Hand gearbeitet haben, an Fläche bzw. Faust, geht es zur Not auch auf dem Ellenbogen. Probier es aus. Schau es dir jetzt mal an. Und zwar erstmal wie eben die Hände direkt unter die Schulter platzieren, Bauchnabel nach innen ziehen. Die Lendenwirbelsäule kann ganz sanft rund gehalten werden. Dann streck die Beine lang nach hinten aus, dass du sie auf die Fußspitzen stellen kannst. So, und hier halten wir jetzt. Halte, atme weiter ein und aus. Hast du schon? Und löse. Sehr schön. Setz die Knie erst dann wieder auf und dann komm ich knutschen. Setz dich zurück. Wunderbar. Okay. Hier kannst du jetzt den Kopf vom Boden auflegen. Schieb die Arme lang nach vorne von dir weg und atme entspannt ein und aus. So, löse das Ganze langsam wieder und richte dich auf. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du möchtest, wiederhole die Runde gerne noch einmal. Ich würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben von dir sehr freuen. Wenn dir das noch nicht gereicht hat, verlinke ich dir hier nochmal ein Video. Schau dir gerne rein. Vielleicht kannst du das gleich im Anschluss hinten anhängen. Ich hoffe, wir sehen uns hier morgen gesund und munter wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao!